Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu 10 Minuten Gaming mit Alice Madness Returns. Wir wagen uns tiefer in den Wahnsinn. Und wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben, kurz vor der nächsten Welt. Und ich würde sagen, wir pfeffern jetzt hier erstmal die Schnauze. So. Oh, die hat uns einen Pfad eröffnet. Da können wir mal schön hoch. So, und wir haben hier wieder ein Körbchen. Jawoll, ja. So, da haben wir ordentlich Zähnchen bekommen. Also das lohnt sich wirklich, die mitzunehmen. Weil dann können wir deutlich schneller unsere Waffen upgraden. So. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal dahin. Oder? Was denkst du? Sollten wir da hingehen, ja oder nein? Aber ich meine. Warum nicht, ne? Ich meine, wir sind doch gerne lebensmüde. Okay, da kommt eine Seilbahn angefahren. Ein Teekesselchen. Hatter Industries. Also das ist ganz eindeutig von dem Hutmacher. Und mit dem Ding fahren wir jetzt einfach mal. Hutmachers Domäne. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um falls, es geht um wann. Und nun halte ein und den Mund, dir zu sagen. Typisch. Okay. Eine sehr geistreiche Diskussion mal wieder. Ich finde die Dialoge so unglaublich gut. Weil wenn man mal richtig aufpasst und sich die Dialoge anhört, dann weiß man schon, was die meinen. Das ist durchaus so, ne? Das kann man so sagen. Oh, und wir haben ein neues Kleidchen. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Ja, Mensch. Manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Auf dem Luftstrom kannst du Alice drehen. Drücke Leertaste zum Verlassen des Luftstroms oder bewege dich einfach aus ihm heraus. Okay, also wir haben jetzt ein neues Kleidchen und das sieht echt cool aus. So ein bisschen Steampunk-mäßig. Und ich wollte mal ganz kurz den Sound noch ein bisschen leiser machen. Hier. Okay. Bestätigen. So, das reicht nämlich von der Lautstärke her. Und ja, wir machen uns jetzt. Ich höre hier irgendwo eine Schweineschnauze. Und hier ist eine Erinnerung. Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Okay. Aber ich habe hier irgendwo eine Schweineschnauze gehört. Wo ist die Schweineschnauze? Ich will die jetzt finden. Hier unten wird sie wohl kaum sein. Hier drin vielleicht irgendwo. Nee. Also ich höre sie irgendwo rechts. Irgendwo rechts muss sie sein. Aber meinst du, ich finde die jetzt? Wir drehen jetzt einfach mal hier das Ventil auf.
Vielleicht finden wir sie ja noch. Oh, da kommen wieder schon wieder diese Geschirren. Können wir von hier relativ gut erledigen. Wir müssen jetzt warten, bis die Pfefferkanone abgekühlt ist. So. Weil ich habe keine Böcke, da hochzukommen und dann erstmal von den Dingern angegriffen zu werden. So, Madame Schweineschnauze, wo bist du? Naja, auch egal. So, die machen wir mal eben platt. Boah. Das war knapp. Das war jetzt nicht so super, ne? Ich höre immer noch die Schweineschnauze. Werde ich denn jetzt vollkommen schugge? Hier hinten ist auf jeden Fall... Upsala. Ein versteckter Gang. Da können wir mal reingehen, würde ich sagen. Okay. Gehen wir einfach mal durch. Ich bin ein bisschen gespannt. Upsala. Na, hörst du wohl. Ah, okay. Hier war eine Flasche. Noch so ein Krug mit Zähnchen. Hilfe. Also die Kameraführung in dem Spiel ist nicht immer super. Das ist so das Einzige, was man hier wirklich bemängeln kann. Aber auch wirklich das Einzige. Und... so, einmal den Hebel umgelegt. Und da brät irgendwas. Oh Mann, sieht das düster und cool aus. Die Musik im Hintergrund ist immer wieder richtig gewohnt creepy. Und ich grüße jetzt einfach mal den Florian Ast, den Flasti. Weil ich weiß, dass er das Let's Play guckt. Wenn ihr Kommentare drunter schreiben würdet, würde ich euch auch mal grüßen, ne? Also Kinder, fleißig Kommentare schreiben. Ja, ja. Oh. Ja, haben wir hier so einen mit Schild. So, komm. Also das Klingen-Upgrade macht sich schon bezahlt. Man merkt schon, dass man ein bisschen mehr Schaden macht. So, und hier alles schön mit. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo müssen wir lang? Hier hängen überall so tote Hühnchen. So. So, den hätten wir auch erledigt. Aber die Frage ist jetzt wirklich, wo müssen wir lang? Ah, okay. Okay, alles klar. Hier lang. Das Loch hatte ich nicht gesehen. Und, hier sind wieder zwei Geschirre. So, die haben wir aber auch ohne Probleme erledigt. Also die bekommen wir jetzt so mit Kombination ein bisschen auf Distanz halten und dann mit dem Messer kriegen wir die ohne Probleme kaputt. Und wir drehen mal wieder das Ventil. Oh, so, das ist immer so anstrengend. Diese alten Ventile da rumzudrehen. Naja. So. Und einmal huppala hier drauf. Und auf die Plattform. Oh, und jetzt kommen schöne Jump'n'Run-Einlagen. So. Ohne Messer haben wir den ohne Probleme hinbekommen. So. Boah. Also es sieht echt gut gemacht aus. Und die Kanone ist echt praktisch. Ich mag die. Oh. Hier haben wir ein gelbes Zähnchen oder güldenes Zähnchen vergessen. Die sind immer bedeutend mehr wert. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir einen sehen. Ich hoffe, ich übersehe keinen. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle Feierabend. Haben nämlich jetzt 10 Minuten schon rum.
Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig das doch mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Über ein Abo freue ich mich richtig, richtig dicke. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt 10 Minuten Gaming mit Alice Madness Returns. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.